Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Wir sind hier immer noch auf der Strecke zwischen Kassel und Wroclaw und wir machen jetzt mal den Motor an und sehen zu, dass wir hier weiterkommen. Wenn ihr die letzte ETS-Folge nicht gesehen habt, solltet ihr euch die vorher auf jeden Fall angucken, denn die basieren wieder aufeinander hier. Und ja, deswegen würde ich sagen, guckt euch erstmal die andere Folge an, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Und dann guckt euch die hier an, weil sonst habt ihr irgendwie den Zusammenhang nicht. Wäre irgendwie nicht so passend. Es regnet hier natürlich immer noch. Und jetzt geht es wieder schön berghoch. Ordentlich mit Schwung und dann müssen wir gleich bremsen, weil vor uns. Was ist das vor uns? Hä? Lol, das habe ich ja noch nie gesehen. Ich fahre gleich hinten rein. Wow. Was ist das da vorne? Ein Igloo-Laster? Ich habe Hunger. Ja, läuft bei dem hier. Wir sind ja natürlich auf einer deutschen Landstraße und dürfen deshalb nur, ne, keine Ahnung, wie langsam auch immer fahren. Och, komm. Und jetzt habe ich natürlich voll ausgebremst und ich habe Probleme, meinen LKW hochzubeschleunigen wegen 36 Tonnen Ladung, glaube ich. Weiß nicht genau. Wir sind hier mal wieder rasend schnell am Beschleunigen. Nicht. Vorne steht ein Straßenschild. Ach, das ist eine Kreuzung. Ja. Ja, da wollte ich in den vierten. Jetzt ist der LKW weg und wir dürfen wieder hochbeschleunigen. Danke. Super toll. Kann sich nur um Stunden handeln, bis wir auf dem gewünschten Tempo von 60 bis 70 km/h sind. Aber es funktioniert immerhin. Wir kommen wenigstens wieder auf das Tempo. Es regnet und regnet. Man sieht irgendwie kaum was. Ist ja auch egal. Er muss schon was sehen, wenn er Auto fährt, beziehungsweise ein LKW. Und wir fahren von der deutschen Landstraße eigentlich viel zu schnell. Jolo. Ich muss ans Ziel kommen. Naja, können es einfach mal ab. Oh ne, geht jetzt hier weg hoch und ich habe gerade abgebremst. Danke. So. Wenn es berghoch geht, geht es auch wieder bergunter. Komm, roll schön. Ich glaube, es geht nämlich gleich wieder berghoch. Ich bin gerade leicht verwirrt. Es ging doch berghoch, oder? Gerade mal schön den Berg hier runter. Ja, doch. Läuft ja eigentlich, ne? Vor uns ist ein LKW mit einer Marke, die mir gerade gar nichts sagt, oder mit einer Firma, die mir gar nichts sagt. Ich ziehe es einfach mal hier raus. Sagt mir nichts. Einfach wieder reinziehen. Ist ja auch egal, wird schon kein Auto hingefahren sein, ne? Die
Hier sieht man jetzt auch sehr schön diese Spiegelung auf der Straße. Hier links die Bäume zum Beispiel. Oder vor uns der LKW hat auch so eine Spiegelung. Das sieht man jetzt vielleicht nicht ganz so gut, aber. Ne? Das ist schon, was ich meine. Das liegt natürlich auch daran, dass meine Grafikeinstellungen auf der höchsten Einstellung sind, aber. Es ist schon wirklich gut gemacht. Ich glaube, wenn man das nur eine Stufe runtergeht, ist das schon nicht mehr da. Aber wer die Möglichkeit hat, sollte sie auf jeden Fall nutzen, weil das macht das Ganze wesentlich schöner hier. Sieht alles viel besser aus mit den Spiegelungen drin. Ja. Ist auf jeden Fall sehr nice. Und irgendwie sehe ich hier gerade schwarz für uns. Ahaha. Spaß beiseite. Ich fahre irgendwie als langsamer, weil der vor mir als langsamer wird. Und das ist ja irgendwie nicht so toll. Und ich sehe den Zweck der Sache. Ich meine, wir wollen ja auch mal irgendwann ankommen. Wenn wir so mit dem Tempo weiter vorankommen, dann müssen wir diese Folge hier doch in 4 Teile teilen. Anfangs waren 2 geplant. Na gut, wollen wir mal nicht gleich übertreiben. Ich denke mal, wir haben jetzt hier Hälfte, oder? Ja, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte dann. Wir machen das ja einfach mal in gute 3 Teile. Wird schon hinkommen. Ich sollte vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Abstand halten, also nehme ich einfach einen Fuß vom Gas. Ein bisschen zurückfallen lassen und jetzt wieder langsam hochbeschleunigen lassen. Weil man sieht ja nichts außer den LKW vor uns. Das ist doch nicht toll. Ich hätte schon längst überholen können, fällt mir so auf, aber man sieht einfach zu wenig. Ich habe keine Lust, das Risiko einzugehen, hier jetzt einen Unfall zu bauen. Nach vorne müssen wir eh links abbiegen. Wir vergessen es. Ich war überlegen, ob ich, wenn ich ein bisschen nach links rausziehe, noch besser sehe, ob da noch was vor ist, aber da ist nichts vor. Hätte ich mir auch so denken können. Ach Mensch. Schön runterbremsen hier hinter dem LKW. Hier wollen wir links. Ist das richtig? Richtung Autobahn. Ist mal gut. Ja, scheiße gelaufen. Nasse Fahrbahn. Vergessen, dass wir diese Überladung haben da, die so übelst schwer ist. Die hat uns einfach geradeaus durchgeschoben. Ist richtig der LKW angekippt. Haben wir jetzt Schaden an der Ladung? Nö, nur am Führerhaus, weil das voll an die Leitplanke geklatscht wurde. Ja klar, überholen uns gleich. Ich glaube, ich hätte mich hier so nicht überholt, ne? Wenn ich so komisch fahre, ich glaube, da würde ich so einen LKW nicht überholen wollen. Ist mir zu riskant. Ganz ehrlich. Ist man ja Lebensgefahr in so einem LKW. So. Jetzt muss man hier. Nee, untere Gänge. Ja, das nenne ich Beschleunigungsspur, meine Freunde. Beschleunigungsspur, 20 km/h läuft bei uns. Ja, da wollte ich hin. Ach Gott. Inkompetent hoch 10. Komm, ich muss bis in 300 Metern so schnell sein, dass ich hier auch mal rüberziehen kann. Naja, gut, kann ich zwar jetzt auch, aber. Ist schon besser, wenn man ein bisschen schneller fährt, wenn man nach rüberziehen will. So, ich denke mal, wir fahren jetzt einfach mal 80. Uch. Schön leer hier auf der Autobahn, muss man ja mal sagen. Ist angenehm zu fahren, aber irgendwie recht langweilig, weil halt kein Verkehr da ist. Und ja, da
weiß ja nicht, wir müssen ja eigentlich auch bald dann da ankommen, wo ich eigentlich die Pause geplant hatte, also sind wir da schon vorbei. Geplante Pause, achso, nee, es war da auf der Landstraße. Und wo haben wir eben Pause gemacht? Ist ja eigentlich auch egal. Ich schätze mal, wir fahren dann auf den nächsten Rastplatz raus und gucken uns noch mal ein bisschen genauer die Ladung an. Einfach nur aus Prinzip. Uch. Oder nehmen wir den nächsten Rastplatz? Upsala, Leon. Ja, erkennt man das ja kaum. Nochmal die Karte öffnen. Ja, mitten in der Fahrt. Ja, doch, wir nehmen den Rastplatz dann, machen dann erstmal genau vor der polnischen Grenze. Da stehen wir wenigstens sicher. Nein, Spaß beiseite. Ich habe nichts gegen Polen oder so. Warum ist das da jetzt offen? Was zu? Danke. Hier sieht man jetzt noch so ein paar Regentropfen auf der Scheibe, die rutschen auch so langsam nach unten. Teilweise verschwinden sie auch einfach. Lol. Mal sehen, das sieht so aus, als würde da vorne. Ja, es geht jetzt von 3 auf 2 Spuren. Und was passiert denn mit dem Rückspiegel? Der hat es gerade voll gespackt. Ich bin schon gewundert, was das für ein Flacke da hinten ist, aber. Gut. Spur bis zum Ende voll ausgenutzt, ja. So gehört sich das. Bei einem Reißverschluss muss das so sein. Aber da ja sowieso keine anderen Fahrzeuge großartig in der Nähe waren, war es mit dem Reißverschluss ja sowieso nebensächlich. Man könnte es auch einfach als Spurwechsel bezeichnen, aber nein. Upsala. Ich gucke auf mein Zweitbildschirm und verreiße das Lenkrad. Wie geht das denn? Bin ich irgendwie doof oder so? Und warum fahre ich gerade so schnell? Auch so eine gute Frage. Okay, hier ist meine Lichttube. Gut zu wissen. Oh oh, berghoch ist immer schlecht mit diesem Gespann. Hinter uns ist schon wieder ein LKW. Ich weiß nicht, wie schnell der bitte gefahren ist, aber soll mich ruhig mal überholen. Ich glaube, der hat eh keinen Auflieger. Ich sehe nach hinten irgendwie kaum was wegen meiner Überbreite. So was direkt hinter mir ist, sehe ich jetzt nicht. Da wurde uns jetzt ein Bus aus einem Modpack. Lux Express. Hier auch sehr schön im Tunnel, dieses hier im, auf dem Armaturenbrett sieht man das ja, wie es als hell und dunkel wird von den Lampen, ist auch sehr schön animiert. Huch. Jetzt gucke ich nur von Armaturenbrett und nicht mehr auf die Fahrbahn. Ich bin schon inkompetent. Hä? Was hat denn der da hinter mir gerade gemacht? Der ist hinter mir wieder reingezogen oder was? Läuft bei ihm. So, hier den Parkplatz nehme ich jetzt. Und fahre mal raus. Ist ja nämlich, wir haben eh schon wieder die 15 Minuten, das ist jetzt recht passend. Kollegen, ich fahre mal gleich so hier. Ich habe Dorf, Blinker an, ist ja auch egal. So, Handbremse ziehen. Motor erstmal ausmachen und dann gucken wir uns mal hier schön die Ladung an. Das sind hier so schöne Teile. Und die sind anscheinend aus Stahl oder was auch immer, weil die sind verdammt schwer. Ja, der Wagen ist eigentlich auch schön gemacht. Wie auch immer. Ich würde sagen, wir gucken nochmal auf die Karte, wie weit wir gekommen sind und
Ja, das Stück fahren wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Die Folge wird einfach auf drei aufgeteilt. Ist ja auch egal, diese Strecke hier. Was, diese Folge? Diese Strecke meine ich natürlich. Wie auch immer, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Schreibt, ob ihr öfters sowas haben wollt, was auf mehrere Teile aufgeteilt ist. Auch so einmal quer durch Europa, kann ich auch mal versuchen. Das sind dann einfach mal 20 Parts. Und warum steht der hinter mir und hupt mich an? Ist mir egal. Wie auch immer, ich würde sagen, in der nächsten Folge von ETS geht es hier weiter. Ansonsten schaut auch bei den anderen Videos rein. Lasst eine kleine Bewertung da, habe ich bestimmt schon mal gesagt. Ist mir egal. Bis zum nächsten Mal.